Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit dem Wellcry, dem Fleißigen. Und dem Avo, bei dem ich gerade nicht genau weiß, wo er ist und was gerade bei ihm passiert. Avo hat einen Zombie bei sich, oder? Der hat die ganze Zeit so eine Zombie-Tante auf eine Tür eingeschlagen. Und deswegen hat sie jetzt eben gesagt, können wir jetzt aufnehmen? Ja. Weil sie ist gerade durchgekommen. Ja, sehr schön. Das ist doch schön, wenn alles mitspielt. So. Ja. Dann fange ich hier jetzt mal an zu looten. Ja. Und sie hat nicht nur was ordentlich, die hat noch. Ich habe auch nicht geguckt, was drin war. Ich habe sie nur schon mal aufgemacht und wieder zugemacht. Aber eine 417er Schaufel. Aber ein paar coole Sachen waren, glaube ich, hier drin. Ja. Sogar ein. Ich habe hier irgendwas Lilanes aufploppen. Irgendwas Lilanes. 587er Nailgun Frame. Das ist schön. Nicht wahr? So. Das kann ich jetzt auch nochmal leer machen. Und dann muss ich mich auch gleich wieder leer machen. Ich bin so voll. Ich möchte hier nehmen, auf der ich stehe. Ich habe ein Köpfchen. Ach verdammt, das war sie gar nicht. 464er Iron Pickaxe. Magst du mir die mal leihweise geben? Obwohl, behalt du die. Ich wollte gerade sagen, sonst lege ich sie wieder rein. Nee, meine ist noch 198. Zwar nur noch halb voll, aber es geht schon. So, die linke Kiste unbedingt looten. Die ist richtig gut. Die ist richtig wichtig. Da habe ich auch schon eins von bei mir im Inventar. Was? Du hast ein zweites Tool und Dice Set? Ehrlich? Ja. Wir haben zwei Stück? Ja. Um Gottes Willen. Ey, es gibt Leute, die finden in ihrem ganzen Let's Play-Leben nicht eins. Ich zum Beispiel. Und wir haben jetzt zwei. Mann, das ist ja unverschämt hier. Ja, so sind wir. Wer kann, der kann, ne? Aber jetzt muss ich mir auch erstmal wieder leer machen, weil jetzt passt nichts mehr. Hast du jetzt alles aus den Kisten raus oder noch nicht? Ja, die Kisten sind leer. Weil sonst wäre ich noch runtergegangen und. Nee, die Kisten sind leer, alles gut. Hätte dir helfend unter die Arme gegriffen. Das ist so lieb von dir. Mag die Schneezombies nicht. 20 was? Mechanische Teile. Ach so. Oh, der ist immer noch nicht hin. So, 19 Alter, Uhr. Schalli. Jetzt mal eine Frage. Ja. Wollen wir uns langsam auf den Rückweg machen, weil wir müssten ja noch versuchen, in der Kiste, in den Kisten gescheit Items zu stacken, dass wir möglichst viel mitnehmen können, oder? Ja, stimmt. Ich bin schon auf dem Weg zu den Kisten. Was machst du denn mit der Taschenlampe und dem Karton, ne? Ach, wo steht hier im Dunkeln im Supermarkt und leuchtet mit der Taschenlampe auf dem Lebensmittelkarton und guckt ganz verträumt auf ein paar Stahlframes da. Jetzt spricht er nicht mit mir und haut mit der Axt weiter auf einen unschuldigen Karton rein. Ich weiß es nicht, geh mal lieber raus. Ich hab ja irgendwie mal versucht, dazwischen zu kommen. Ich kann ja nicht dazwischen. Ach doch, komm. Da wollte ich euch ja immer sagen, was ich hier habe. Erzähl doch mal, was hast du denn da? Ich habe einen Blauplan, genau so ist es richtig, für ein Eisenhelm gefunden. Ach cool, okay. Kartoffel noch gefunden. Mais wusste ich jetzt nicht, wollte ich nämlich dreimal nachfragen. Haben wir den oder haben wir den nicht? Mais haben wir. Auch eingepflanzt und auch in guter Anzahl. Auch noch ein bisschen was für gefunden und halt noch so Kleinkram. Okay. Also manchmal sind die Zombies ja echt kacke, ne? Ja. Der lag eben und ich habe ihn gelootet und mit Mal kommt er wieder hoch. Dann kannst du ihn noch nicht gelootet haben. Doch, er war tot, aber er hat sich einfach aufgesetzt. In totem Zustand. Ach, er hat dich dann aber nicht angegriffen. Nein, er war tot. Aber er kam mit einmal wieder hoch. Ich habe mich ein bisschen verjagt. Das ist mit, wenn ich mag es, wenn Leute mit Stil und Haltung sterben. Ja, das hat was. Ja. Was meint ihr? Wollen wir versuchen, die besten Sachen aus der Kiste mitzunehmen und Richtung Heimat? Oder also wenn ihr noch früh sagen, ja. Oder ist es noch zu früh? Weil wir haben ja erst 20 vor. Wir brauchen ja nicht lange nach Hause, ne? Zu dritt müssten wir auch klarkommen auf der Straße, oder? Naja, wenn ihr noch kurz wartet, dann können wir was ich habe, noch stecken. Ja, natürlich warten wir darauf, dass du dann auch hier bist, damit wir das stecken können. Das ist klar. So, ich habe jetzt Crossbow gelernt. Jetzt habe ich nicht den Line einmal komplett durch. Genau, fast Crossbow gelernt. Crossbow ist gut. Vorsicht, Welch, hier kommt Besuch. Was? Hier kommt Besuch. Ach,
Gehst du von unseren Kisten weg? Hast du denn die mechanischen Teile hier aus den Dingen rausgeholt? Die trage ich am Mann erstmal, was? Ich meine, hast du die hier oben aus der Klimaanlage hier über den Schermwerfer auch rausgeholt? Nö, ich habe jetzt gerade 20. Das soll mir jetzt für heute erstmal reichen. 20 brauchen wir ja. Ach so. Ja, insgesamt können wir, glaube ich, mehr brauchen. Klar, sicher. Man braucht immer mehr. Ich würde auch ganz gerne die Schematics, die wir hier haben, heile nach Hause kriegen. So, die können wir doch hattest sonst hier schon lernen. Ja, dann müssen wir uns überlegen, wer was lernt jetzt irgendwo so. Ja, gut. Hast recht. Ich komme jetzt erstmal runtergelaufen zu euch und dann stecke ich erstmal eine Kiste rein. Wie gesagt, ich bin mit meinem Crossbow schon völlig zufrieden. Es ist eigentlich egal. Es gibt ja jetzt nichts Spezielles für. Doch, warte mal, es gibt Rappen. Gunsmithing gibt es, ne? Vorsicht hinter dir. Oh, ich merke schon. Hab's auch nur aus dem Augenwinkel gesehen. Also eigentlich habe ich mehr gehört. Ja, ich habe ihn zu spät gehört. Ja, aber du solltest jetzt zurückkommen, sonst wird's eng. Ich bin doch dabei. Ich lauf doch schon. Gunsmithing. Ich bin schon an dem Händler, der keiner ist. Okay, Gunsmithing bringt uns ja gar nichts dafür. Kommt noch einer. Na, Digga. Okay. Das mit den Waffen ist an für sich egal, ne? Oder? Wer was lernt, oder? Ja. Ich denke. Der Pistole und Shotgun und sowas, ne? Lernt irgendwie. Irgendwo schon. Pass auf, dann würde ich hier die abgesägte Schrotflinte lernen. Aber du kannst uns, wenn du möchtest. Also wir haben noch eine SMG-Schematik drin und wir haben noch eine Hunting-Rifle-Schematik drin. Hunting-Rifle nehme ich gern. Nur dann kann ich schon mal. Dann kann ich schon mal ein paar Shotgun-Teile miteinander montieren. Mhm. Das spart ja Platz, weißt du? Ja, ich versuche jetzt hier erstmal. Oh, da geht eine Menge zu stacken, das sieht gut aus. Okay, ich habe gesteckt. Hunting Rifle nehme ich gern. Lesen. Ja, lies mal und dann kannst du vielleicht auch gleich. Da liegen ja eventuell ein, zwei Hunting Rifle Teile drin. Vielleicht kannst du da gleich zwei, drei von montieren oder sowas, weißt du? Langerlauf Schrotflinte, Jagdgewehrteil. Wer hatte denn. Wir würden die SMG dann ganz gerne. Also ich schieße auch mit Hunting Rifle dann wieder. Ja, aber willst du die ganz gerne lernen? Lern mal die SMG. Dass ihr dann eine dicke Waffe gelernt hat. Ja, kann ich machen. Ich versuche hier nur gerade so ein bisschen Ordnung zu halten um euch rum, dass ihr da in Ruhe raussuchen könnt. Na, ich habe jetzt erstmal alles gesteckt und noch mehr Teile für ein Jagdgewehr sehe ich hier nicht. Ui, Schwein gehabt. So. Okay, dann hau ich mich jetzt auch nochmal voll. Shotgun Stock. Munition, nicht mal an mich. Ich meine, da draußen hätten wir auch eine andere Kiste schon gehabt. Was? Ich sage, ich meine, das Röhrchen hätten wir auch eine andere Kiste. Wo ist denn der? Ja, die können wir zur Not ausgaben, die Röhrchen. Aha, da bist du. Vorsicht, Avo. Da kommt noch einer. Okay, jetzt kommt er zu mir. So. Der kommt nirgendwo hin. Wo ist der andere? Der liegt da irgendwo im Gras. Ah, ja, genau. Der ist auch schon tot. Da sind noch ein paar Schuhe, hat er noch dabei gehabt. Müssen wir mal gucken. So. Alles Wichtige habt ihr eigentlich schon raus, ne? Weil dann sammle ich jetzt hier einfach querbeet ein. Ich habe noch gar nichts raus. Ich habe erstmal noch reingeschmissen zum Stacken. Ich habe noch Iron Leg Armor. Möchte jemand von euch Schematik? Nehme ich gerne, da ich den Helm dazu schon habe. Okay. Du hast auch schon gelernt, ja? Ja. Ja, okay, dann hier. Abo, klick dir die hier hin. Da. Ha, wieder Wolle genommen. Ah, cool, super. Ich kann das. Dann lerne ich gleich mal. Well, du hast die Mechanical Parts, ne? Ja, die habe ich alle. Es sind noch welche in der Kiste, in der linken. Okay.
Ah, Electrical Parts waren da und... Ich glaube, drittletzte Reihe müsste das gewesen sein. Ja, Mechanical Parts, alles klar. Das können wir noch mitnehmen. Press. Ja, macht euch mal erstmal voll. Lebensmittel und so können wir dann noch holen irgendwie. Das ist ja nicht so das Problem. Wir müssen eher einfach mal laufen. Wir sollten gucken, ich fange an zu laufen und da vorne ist eine Schwester. Die kriege ich von hier allerdings nicht weggeschossen. Okay. Nee, du sammelt mal. Ich bin hier mit. Ich bin, glaube ich, auch jetzt hier durch. Ihr habt beide Kisten belegt, also. Es ist ja eigentlich scheißegal. Ich sammle jetzt einfach von unten nach oben alles ein und dann. Achso, ich bin schon voll. Ja, wir müssen eh nochmal laufen. So. Ja. Deswegen habe ich jetzt auch einfach querbeet einfach genommen, was mir unter die Maus kam. Ja, wobei ich nehme auf jeden Fall das Leder mit, das kannst du von Cosmo brauchen. Mhm. Und ja. Ich nehme, na gut, das Fleisch ist nur eins, so wie Jacke. Ja, Fleisch ist, wir haben zu Hause auch noch und die Dosen, die Konservendosen können wir auch nächstes Mal mitnehmen, sonst ist es nicht so wild. Ja. Ja. Ich will los, ich hab Angst. Wovor? Der Mann mit dem Helm muss vorgehen. Es ist besser, wenn er hinter uns läuft, ne? Da kann er uns leuchten. Ja. Ich weiß es nicht. Wollen wir uns jetzt einfach aus dem Staub machen? Meinst du? Ja. Oh, scheiße, er hat uns gesehen. Ja, gut. So. Tschüss. Komm, ja, was? Tschüss hier. Nee, komm. Oh Gott, uns kommt Licht entgegen. Am Ende des Tunnels ist ein Avo. Ja. Na, wenn ihr mich da so alleine lassen wollt, dann gehe ich einfach mal schon mal vor und ihr müsst halt im Dunkeln. Aber wir können sehen, wo du bist. Wenn wir jetzt einfach irgendwo abbiegen, weißt du nicht, wo wir sind. Hahaha. Das ist richtig. Hahaha. Ha, ha, ha. Würde ich das doof. Schwein auch mitnehmen? Ja, weil ich doof. Na gut, ich schmeiß das Glas einfach weg, was ich da versehentlich mitgenommen habe. Aber nicht die 53 Gläser, ne? Die da noch an der Kiste sind. Nein, die habe ich dabei. Ach, 13 zerbrochen. Cool. Diese 13 zerbrochene Glas. Das war jetzt irgendwie so ein Instinkt, einfach nur drauf zu schießen. Ich würde dich jetzt nicht machen, du brauchst 3 freie Inventarplätze, um das Schwein vernünftig mitnehmen zu können. Naja, ob du könntest mal kommen und uns leuchten, weil hier kommt uns ein Zombie entgegen. Und den sehe nicht. Weil es etwas verdammt ist. Ah, doch, geht noch. Solange ich konnte jetzt gar nichts von dem Schwein mitnehmen, das ärgert mich gerade. Und ich konnte von dem Schwein jetzt gar nichts mitnehmen. Ich habe vergessen, ich hatte noch was in der Queue drin. Siehst du? Doof. Ein sinnloser Tod, das arme Schwein. Ja, naja, armer Fridolin. Was läuft dir auch so einfach weiter, nicht wahr? Was schießt du einfach auf das Schwein? Die Zombies laufen, natürlich laufe ich da auch. Ich will nach Hause. Also, die Taschen von uns allen sind voll. Aber dann dürft ihr euch nicht beschweren, wenn ihr kein Licht habt. Ich habe mich mehr über das Schweinefleisch gefreut, am nächsten Tag von einem lebenden Schwein. Ja. Ich auch. Wo geht's denn jetzt lang? Ach, da. So, oh Gott, ist noch ein Zombie entgegen oder ist das Xyra, die wegläuft? Das ist Xyra, die wegläuft. Krankenschwester. Achso, ja, okay. Die hat mich. Und schlag sie doch mit dem Knüppel. Hast du Knüppel in der Hand? Nicht Pfeil und Bogen nachts, wenn du sie eh nicht sehen kannst. Nimm doch einen Knüppel. Ja, jetzt habe ich den Knüppel auch in der Hand. Ja, mit Pfeil und Bogen hast du dann nur die Chance, irgendwas zu treffen. Die sind dunkel auf dunklem Grund. Da kann man nicht wirklich was erkennen. Aber ich fühle mich mit Pfeil und Bogen sicherer. Aber habt ihr es jetzt getroffen? Hast du ja gesehen. Du hast einen Spiked Club. Was Besseres kann dir eigentlich überhaupt gar nicht passieren. Da ist ein da Schwein. Da kommt selbst ein Crossbow. Vergiss das Schwein. An. Dieses Mal keine Instinkthandlung. Habe ich eben auch gemacht. Das hat es mal genutzt. Ich konnte nichts mitnehmen. So, ich bin gleich in unserem Haus. Mhm. Ich wollte sagen, warum habe ich denn keine Tür mehr in meinem Haus? Das ist ja gar nicht meins. Also ich meine auch, ich bin gleich in unserem Gemeinschaftshaus. Nein, ich kann nicht mehr laufen. Mhm. Ach so, richtig. Okay, dann gehe ich mal erst ins Gemeinschaftshaus rüber. Ups. Ja, weil da musst du mich jetzt erstmal leer. Ach du Scheiße. Eine oder viele? Viele. Dann lauf runter. Dann, sonst hätte ich dir jetzt geholfen. Dann lauf hier zu unserem Haus runter. Und ich kann nicht mehr laufen, verflucht. Konnte ich eben auch nicht. Und ich kann auch schon wieder nicht laufen. Dreh doch noch mal eine große Runde, Val, bevor du nach Hause kommst. Okay, Zombie. Ich bin zu Hause. Ich noch nicht. Ich renne jetzt zum Gemeinschaftshaus. Haltet die Tür auf und am besten helft ihr mir direkt, weil ich bin die Leiter nicht hochgekommen. Ich bin oben durch die Luke nicht gekommen und hinter mir sind 1 Spider und 3 andere Zombies. Ich hab Tür auf und ich mach Platz, dass du reinkommen kannst. Ja, ich nehme schon mal einen Tee in die Hand. Pff.
Dankeschön. Also ich gehe davon aus, dass sie mir weiter folgen. Achso, ich gehe einfach davon aus, dass sie mir weiter folgen. Ich komme gleich. Ich bin in 8, 7, 6, 5, 4. Ich komme jetzt um die Ecke. Nanu? Ja, ich wie gesagt, du brauchst einfach du brauchst schnaufen. Nur reinlaufen. Hier kommen noch andere. Komm einfach rein. Ja. Ich stehe bereit, die Tür. Ich glaube, die sind mir gar nicht weiter hinterhergelaufen. Aber einer kommt von hier draußen gerade gleich. Huiuiuiuiuiuiui. Wollen wir doch mal gucken, ob einer guckt. So viel Aufregung hier, ey. Keiner mehr da. Na nun, Mann, wir müssen es aber auch mehr spannend machen, ne, oder? Ja. Ja. Das ist notwendig. So, ich Absolut. Muss mir jetzt erstmal leer machen. So, ich auch. Guck mal, erstmal habe ich einen G-Stock. Ein G-Stock hast du? Ordentlich ein leer. Ein SMG-Stock. Mann, ich habe keinen G-Stock. Jetzt fang du nie auch noch an. Das reicht schon, wenn mich meine Community verspottet. Mann, du hast doch gesagt, du hast einen G-Stock. Das war ja kein Spot. Spot. Ja, ja. Das war ja nichts dergleichen. Das war ganz lieb und. Oh, ich habe ja Silbernugget. Hatten wir denn. Achso, was hatten wir alles unten? Entintintin. Das. Ach so, wo habt ihr denn bitte schön euren Fußballhelm? Oder so? Die müssen ja oben in der Dings sein. Ich komme nie an Kisten dran. Immer wenn ich an irgendeine Kiste dran will, dann ist sie gerade besetzt. So ja, ist das. So ist das. Ganz schlimm, ne? Ganz schlimm. Ich hatte doch eben noch ganz viel Wie, minus 2 Grad. Hunting Rifle Stock. Ich sortiere dir gerade mal ein bisschen die Waffenteile. Pistole. Na nö, ich habe mal einen Pullover an und eine Hose an und na sowas. Wie, na sowas? Wundert dich, dass das mal aussah, dass du mit Klamotten rumläufst oder wie? Naja, aber Gottes Willen, ich habe ja noch was an. Wie konnte das passieren? Ich hab, oh nein, pass auf, das ist mir jetzt aber unangenehm. Ich habe meinen Kapuzenpulli angehabt, eine Hose angehabt und den Poncho angehabt und war auf minus 2 Grad. Das ist ziemlich Du cool. verstehst, was mich irritiert? Ja. Und jetzt habe ich den Kapuzenpulli an und die Hose an und bin bei 0 Grad. Den Poncho aus. Okay. Du verstehst, was mich irritiert? Ja. So. Ja, noch ein wenig. Ein wenig, ne? So. Wo soll ich denn hier das Tool and Die Set reinschmeißen? In die Schmiede. Und das zweite? In die zweite Schmiede, die wir uns noch machen werden. Na gut. Ja, oder? Weiß ich erstmal in die Kiste da drüber. In eine Kiste ist auch keine so schlechte Wahl, ja. Mhm. Ja, aber nicht wegschmeißen. Irgendwie auf Nein, jeden Fall. Nein, das ist mir schon bewusst. Wieso, wir haben doch zwei. Netter Versuch. Wo bin ich denn? Irgendwie tüdel ich mich hier gerade um Kopf und Kragen. Das ist normal bei euch. Ja, ich weiß. Hatten wir nicht noch ein zweites Teil für die Nähgang gefunden? Ja, Nailgun Frame habe ich bei mir noch. Ah, okay. Ich habe auch Geld, aber das habe ich glaube Weil ich habe noch Nailgun Parts und krasser kann der Unterschied nicht sein, ne? Weil die sind nur Level 56 und das Ding, was du da gefunden hast, ist ja irgendwie Level... 587. Genau. Okay, die Kiste habe ich geöffnet, aber egal, es war halt Glück. Das war schon sehr glücklich, sag ich mal. So ein hohes Level. Ach, wir haben ja tatsächlich genug Taschenlampen. Ja, ja. Taschenlampen gibt es echt viel. Und so viel anderen Kram. Hast du die da reingepackt? Ja, ne? Schätze ich mal, ne? Die ja, links. Ich glaube, die mittlere oder obere Kiste. Unten links, da würde ich ganz gerne ran. So. Assemble, so. Dann packe ich die Parts schon mal rein. Ah, dann brauchen wir noch eine wiederaufladbare Batterie und einen Nailgun Receiver. So sieht's aus. Okay. So. Oh yeah. Gut dann zu wissen. Guckst du. Werde ich, glaube ich. Aha. Ja, was willst du? Ich brauche nur eine Munition. Kommst du das einmal hier rein? So, die beiden auch.
So, dann werde ich jetzt, glaube ich, gleich erstmal einen schicken Crossbow schon mal herstellen. Hört mal hin. Ach, hast du den montiert? Ja. Da braucht man mittlerweile ja viel für. Haben wir schon Duct Tape? Ich habe jetzt mein Jagd. Duct Tape können wir uns herstellen aus Knochen auch. Ne? Müssen wir uns auch herstellen. Oh, cool. Ja. Knochen haben wir ja genug. Duct Tape haben wir, glaube ich, 6. Was ja, hier, 6 Stück. Wieso, wofür brauchst du? Brauchen wir für den Bogen Duct Tape? Für den Crossbow? Für den Crossbow brauche ich Forged Iron, Leather, Kleber, okay. Duct Tape und Wood. Kleber und Duct Tape? Beides? Ja. Ja, du brauchst Blue, zwei Kleber, ein Duct Tape oder umgekehrt. Ja. Zwei Kleber, ein Duct Tape, ja. Okay, wir haben 6 Duct Tape da unten drin und 5 Klebstoff. Dann reicht doch. Könnte doch zwei Dinge vormachen. Ich gucke gerade noch, woanders noch Klebstoff haben. Sieht jetzt nicht so aus. Wo mache ich jetzt den Eisennugget hin? Und das habe ich auch immer noch in der Tasche. Einen Klebstoff bräuchten wir noch für einen dritten Crossbow. Haben wir übrigens wahrscheinlich in der Kiste zurückgelassen. Ansonsten Knochen kochen. Knochen kochen. Wir haben übrigens 21 Minuten Ruhm. Oh. Ja. Wo sind denn die ganzen Knochen? Hat ihr schon also ich kann genommen? Euch, ich kann euch 12 geben. Warte mal. In der mittleren, da sind jetzt 136. Wir brauchen... Achso. Ich kann nicht hier sehen. Braucht man nicht einen Beaker für? Wofür? Um Knochen zu kochen. Wir haben doch gar keinen Beaker, ne? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist dann doof. Nicole? Ja? Machst du dann... Echt? Man kann Beaker? Machst du dann Crossbows? Ja, also ich sehe zu, dass ich das ganze Zeug rankriege, dass ich schon mal zwei herstellen kann. Ja. Für den dritten fehlt halt einmal Kleber. Einmal Kleber. Ich guck mal nach, ob ich drüben in meiner Kiste was drüben habe. Ansonsten, weiß jemand, ob jemand Kleber von euch mitgenommen hat aus der Stadt? Also es kann oder sein, lag der in der Kiste noch was? Es kann sein, dass in der Kiste, da liegt noch eine Menge drin. Da kann, kann sein, dass noch welcher drin liegt. Kann sein, ne? Guck ja, gerade in meiner Kramskiste, da müssen wir sowieso. Also das, was in der Kiste drin liegt, wenn ich das jetzt mal so ganz grob im Kopf habe, glaube ich, da müssten zwei Leute hin. Ja, auf jeden Fall. So. Wir haben allerdings 22 Minuten rum und das heißt... Genau. Das heißt, dass wir nicht mehr in dieser Folge rüberlatschen, sondern erst in der nächsten. Genau. Ja. Das so viel heißt es auf jeden Fall, ja. Genau. Also, in der nächsten Folge laufe ich vielleicht auch nicht mehr so viel rum wie ein geköpftes Huhn, um meinen ganzen Kram für zwei Crossbows zusammenzusammeln und dann. Ach, ja. Welcome. Ja. Da ich ja jetzt. Nicole hat ja schon. Und da ich ja jetzt mein Jagdgewehr habe, pass auf, ich tue dir in der Munitionskiste jetzt mal einmal was drin. Unten, neben dem Papier. Dann hast du auch eine Pistole. Achso, nee, ich hab, das passt. Die kannst du übergeben. Ich hab Shotgun gelernt und hab hier eine 405er. Achso, dann nimm du jetzt die orange Pistole. Die habe ich mir montiert. Bitte raus. Und den Rest Munition, bitte, Nicole. Dann hast du dann eine bessere Pistole und noch mehr Munition. Ja. Okay, 389 hat sie jetzt nur noch, weil aber dafür ist sie repariert. Ich habe gerade meine letzten Punkte in The Fixer. Hier linke Kiste, ne? Die da. So. Unten und rechts ich, oder so. Ja. Unten links. Nein, unten rechts in der Papier. Okay, dann verabschieden wir uns. Mhm. Ja, genau. Okay. Wir verabschieden uns und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.